Willkommen zurück zu einer neuen fantastischen Folge The Amazing Spider-Man. Wir sind hier immer noch in unserem extrem coolen Kostüm und wir sind unten in der Kanalisation, denn wir müssen den Staatsanwalt retten. Ja, Staatsanwälte sind in der Kanalisation. Dankeschön auch an all die Menschen, die das letzte Video unterstützt haben. Diese U-Bahn-Wagen sind mir im Weg. Schaffner? Schaffner! Tja, ich arbeite jetzt wohl bei der U-Bahn. Ja, wie gesagt, Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video unterstützt haben. Es waren ziemlich viele. Ich war sehr beeindruckt. Auf einmal kam der Mega-Support. Ich zeig euch mal was Neues. Passt mal auf. Oder meiner Faust. Boom! Der Netz-Orkanwirbel. Richtig sexy, oder? Hat mir meine Mama beigebracht. Ich brauch den Scheiß hier drüben. Denn die Gegner sind ganz schön fies. Muss das wirklich alles sein? So, ich habe sie erstmal alle schön zugespittet. Ein bisschen spucki-spucki ins Auge und schon sieht die Lage ein bisschen besser für mich aus. Warte mal, ist hier irgendwas Interessantes noch? Wir können hier nur die Weiche verändern, aber sonst? Sonst irgendwas Cooles hier? Natürlich! Uno Magazzino! Was gibt's auf der Seite? Kann man da durch? Nö. Alles klar, dann schwingen wir uns hier nach rechts und hebeln hier ein bisschen rum. Oder drücken Knöpfe. Knöpfe! Das sollte reichen. Ich muss nur noch in die Gewerkschaft. Ja, super, oder? Ist doch perfekt. Jetzt muss ich nur den Karren hier rausziehen und schon ist der Weg frei für mich. Klonk. Adios. Ich könnte nochmal an die Konsole ran. Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wow, wie viele sind denn da oben dann noch? Erstmal schnappe ich mir den hier. Dann zischen wir hier hin, zischen darüber und schnappen uns den da. Ah, was? Wie kann der mich sehen? Der Junge hat gute Augen. Richtig gute Augen. Siehst du mich wieder? Nein? Gut. Ich sollte... Nein. Ich sollte erstmal hier hin. Und von hier aus sollte ich hier ran. Dann werfe ich hier so ein Ding. Das zu überstehen. Mach einen Flippi-Flapp. Und geb dir da auf die Mütze. Soweit, so fantastisch. Na Junge, abhängen, hä? Bist ein cooler. Bist ein ganz, ganz cooler. Kann man von irgendwas hier ein Foto machen? Kreuzungen? Das wird hässlich. Ob sie die Entführer gefunden haben? Ich habe keine Ahnung, Spider-Man. Aber eine Sache mag ich ganz gerne an Spider-Man. Genau wie ich führt Spider-Man sehr viele Selbstgespräche. Wir brauchen beide eine Therapie. Lulululu. Und tschüss. Ganz schnell hier drüben hin. Warum sehen die mich denn immer? Ich meine, diese super Hightech-Roboter, ne? Keine Chance. Die sehen mich nie. Aber die. Die solchen Jungs hier. Solchen Pete. Mit seinen verklipperten Augen. Der sieht alles. Der sieht einfach absolut alles. Ich weiß nicht, wie er es anstellt. Er hat so viel Krätze in den Augen, dass es wahrscheinlich wieder wie eine Brille funktioniert. Schaut euch das an. Das wird ein nettes Training. Er geht hier direkt zu seinem Krätze-Kollegen. Krätze, das ist die Antwort. Du brauchst einfach genügend Krätze. So viel, dass es wieder gut ist. So, die beiden hier mache ich jetzt so weg. Als hätte ich Angst vor Krätze. Oh, Rücken gebrochen. Tja, Spider-Man tötet nicht, angeblich. Aber er bricht jemanden den Rücken. Fragwürdig, sehr, sehr fragwürdig. Riecht nach alten Schuhen hier. Vielleicht fackeln die Generatoren ab. Und das riecht dann wie alte Schuhe. Wieder was gelernt. Hui! Schon bin ich da oben. Und ich habe jede Menge Friendos. Auch so ein Dreierpack da unten. Was ist mit dem da? Der sieht so einsam aus. Ich glaube, den hole ich mir.
Wow, das meine ich. Die sind total bissig, die Jungs. Nein, nein, nein. Oh, das reicht jetzt. Akrobatik. Komm schon. So. Der hier ist benommen. Flippen. Flippen und dippen. Like a Spider-Man. Ey, 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 ey. Der Anzug ist neu, ja? Schlag mir hier ja nicht die Bügelfalten raus. Ich könnte Schreiber werden für Spider-Man-Comics. Dumme Sprüche. Das kann ich richtig gut. Vielleicht ist da noch eine Stelle frei. Wie alt ist Stan Lee? 96 oder sowas? Der geht doch schon steil auf die 100 zu. Oder 91. Auf jeden Fall über 90, soweit ich weiß. Der Mann ist scheiße alt. Und mitgenommen. Ein Zug. Ich mag Züge. Und ein bisschen hier Netz. Und wieder hier hin. Ach ja, diese Akrobatik. Dieses Genie. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Okay, jetzt muss ich dich irgendwie drehen. Wo denn? Was denn? Wie denn? Moment, hier war ich Warum noch steht nicht. Der richtige Weg eigentlich immer am schlimmsten? Das ist einfach so. Hinterfrag es nicht. Es ist einfach so. Komm schon. Yes. Da kann man direkt immer so 5 auf einmal wegholen. Noch irgendwo was? Der da hinten. Aber den kriege ich nicht, weil er genau im Shit steht. Ah, jetzt bin ich im Shit. Keiner mag den Shit. So. Und tschüss. Gut. Gut. Ich muss hier ran. Dann gehst du hier auf. Und ich habe nur wenig Zeit wahrscheinlich. Also ganz schnell. Da war irgendwo noch ein Comic. Scheiß aufs Comic. Wow. Auch wenn dieser Ort Frischluft braucht. Ich komme nicht weiter, ohne den Ventilator zu stoppen. Er stellt sich erstmal schön hier in die Krätze rein. Oh, da drüben ist ein Roboter, da kann ich ein tolles Foto machen. Alles klar, Whitney. Das ist für dich. Fantastisch. Nice. Zerstörte Wache. Wo lümmelt die zerstörte Wache rum? Auf jeden Fall schon nicht hier. Gut, wir machen erstmal die Nummer. Nein, nicht die Nummer. Nein, die Nummer. Genau, Spider-Man. Genau, die Nummer wollen wir. So. Ist hier irgendwo eine zerstörte, halbtote Wache? Gut. Nein, da, Comic. Jetzt lege ich dich hier hin. Ha! Maestro, und jetzt kann ich den Zug hier auf jeden Fall auch abziehen. Spider-Man, du musst ein bisschen höher. Sehr gut, Speedy. Das ist doch kein Hexenwerk hier, oder? Spinnenmann, Spinnenmann, schau nur, was die Spinne kann. Da sie jetzt aus dem Weg sind, komme ich wohl einfach weiter. Oh. Ich habe den Staatsanwalt gefunden.
Ich bin hier zu Hause. Nein, bist du nicht, Staatsanwalt. Doch bin ich. Oh, Spider-Man, Wahnsinn. Nicht die Begrüßung, die ich sonst von den bösen Jungs kriege. Hey, hey, auf welcher Seite stehst du, hä? Die Unternehmen sind die bösen Jungs, Mann. Machen uns zu Lohnsklaven, gekettet an das System. Okay, und warum den Staatsanwalt entführen? Er kriegt sein Gehalt von der Stadt. Er war ein Bauer von Oscorp, Mann. Ein dreckiger Hinterhofdealer. Er war... Was heißt, er war? Wo ist er? Ja, wir waren am Fahrstuhlschacht, als es erschien. Es? Anders als die anderen. Größer. Er kommt aus dem Nichts und krallt sich den Staatsanwalt wie eine Puppe, Mann. Es hat einen Schwanz, Mann. Genau wie ein Leguan. Ihr Jungs seid echt bescheuert. Aber das regeln wir ein andermal. Wo ist der Aufzugsschacht? Da drüben, Mann. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Alter, der Dude ist doch mega drauf, oder? Mann, er hat einen Schwanz, Mann. Wie so ein Leguan, Mann. Bro, Spider-Man. Wow, Alter. Wie so eine Puppe, Mann. Voll krass, ey. Henry? Ich komme. Moment. Mist. Gut, immerhin lebt er. Ja, Spider-Man, da ist doch nie was tot, oder? Immer alles am Leben. Wie geht's? Ich bin tot. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich tot. Dann ist gar nichts mehr im Lot. Ah, hier drüben habe ich was gefunden. Wow, schnell, schnell. Spinn die Dudes ein. Habe ich noch einen? Was ist mit dem da? Alles klar, Spucky. Spucky Sparklers. Muss das sein? Fall einfach tot um. Hör auf, mich anzulächeln. Moment, so. Erstaunlich, wenn ich das so sagen darf. Ach, das meinten die mit Wache. So ein Roboter. Ich dachte schon irgendwie halt Mensch, ne? Der zerstört wurde. Richtig hart gedisrespected. Oh, Vorsicht! Man muss schnell genug sein, da kriegt man keinen Schaden. Run! Nice. Ich will nicht in die Brühe. Habe ich keinen Bock drauf. Ist nicht so mein Ding. Hier komme ich nicht durch. Hier drüben ist irgend so ein Comic. Spitty, spitty, spitty. Spit, spit, spit. Ah, Vorsicht, heiß. Geh mal hier hin. Autsch. Nein, du sollst. Der Staatsanwalt ist mit dem Ding da unten. Ich muss mich beeilen. Oh, das gibt es nicht. Wow. Da komm schon, geh da drauf. Ich bin fast tot. Beruhig dich, entspann dich. Ich bin zu hoch. Ich muss dahin. Ganz einfach dahin, Spider-Man. Geh einfach dahin. Geh einfach dahin. Mein Boah. Jetzt habe ich Strom. Muss ich wieder zurück? Auch bitte nicht. Da oben geht's nicht durch, ne? Ah, doch, hier. Nee. Nee, hier geht's wirklich nicht durch. Was ist das da? Ha! Kein Dampf. Das ist gut. So. Was nun? Komme ich an die Tür? Auf der anderen Seite, war da irgendwas? Ich sollte mich beeilen, bevor was Schlimmes passiert. Ich meine, Schlimmeres. Kann man hier dann so durch? Ah, hier kann man durch. So. Ich muss sagen, die Nebenmissionen... Mal sehen, wo die Bestie ihr Nest gebaut hat. Die sind schon ziemlich umfangreich. Bäh. Hallo?
Wie wär's, wenn du mir diesen Herrn überlässt und einfach von hier verschwindest? Natürlich nicht. Leguan. Besiege den verkackten Leguan. Oh, der ist überraschend klein, oder? Ich meine, wow. Mohohohoho, Legi. Entspann dich, Bruder. Nicht übertreiben, ja? Patza, patza, patza. Ich geb dir einen Patzer. Achtung. Hat er mich doch noch erwischt. Erstmal hier die Rechtsanwälte von ihm aus dem Weg räumen. Soll ich mir etwa die Ohren mit Netz verstopfen? Ja. Oh, snap. Wie viel halten die denn aus? Ey, krass. Endlich, einer weniger. Und jetzt schnell weg hier. Vorsicht, Spider-Man. Hier kommt noch mehr Schmerz. Wer zuerst kommt, wird zuerst verprügelt. Spuck, 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 spuck. Hier, nimm das. Oh oh. Okay, ich sollte, wenn er brüllt, lieber weggehen. Was ist denn nun? Er macht den Sprung. Wir gehen weg, wir gehen ran und geben ihm. Komm schon, brüll, Großer. Brüll. Brüll für Daddy. Was macht er denn nun? Spucken. Kann auch spucken. Er ist sehr, sehr wandelbar. Für einen Lurch. Komm schon. Der hält aber viel aus. Ah, oh, er will hier wieder mich ein bisschen ansnacken. Und ran. Komm schon. Yes. Da fliegt die Zunge raus. Erledigt. Geht es Ihnen gut genug, um von hier zu verschwinden? Das Amt hatte ich mir anders vorgestellt. Das kenne ich, aber wir kriegen Sie hier ganz schnell raus. Danke, Spider-Man, aber ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Hüpfen Sie auf. Alles gesehen? Ab jetzt könnte die Sicht etwas verschwommen sein. Der Leguan wurde bezwungen von Spider-Mano. Sehr gut gemacht, Spider-Man. So, jetzt schauen wir mal, wie die Story weitergeht. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es gar nicht. Oh, was ist hier drüben? Hier drüben fliegt doch auch schon wieder irgendwas rum. Ach nee, hier muss ich wieder jemanden retten. Mann, ich habe schon einige gerettet, gerettet. Keine Ahnung, ergibt keinen Sinn. Jedenfalls jetzt, ja. Ich kann helfen. Muss ich die alle wieder neu retten. Was mich total ärgert. Finde ich echt, 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 echt wahnsinnig ärgerlich. Ich hätte auch schon richtig viele Comics. Über 100. 120 oder sowas. Beiß nicht die Hand, die dich schwingt. Bitte nicht in den Nacken kotzen. Danke. Ich kann nicht aufhören. Vielleicht sind da noch mehr. Danke. Ich würde 10:22. Angriff gemeldet. Over. Zeit, die Party zu stürmen. Okay, wo ist denn dieser Angriff? Erstmal hier noch ein Häftchen. Komm, jetzt habe ich 7 Stück. Wie soll ich sagen? Nasser ist nicht besser. 7. Verdammt. Ja, 7. Willst du zahlen oder sterben? Nein, ich habe alle Forderungen erfüllt. Moin, Jungs. Spinne ist da. Verschwinde. Auf ihn. Mit Deckung. Und ich bin weg. Und ich komme wieder. Das ist Verwirrung.
Zack. Bam, ich hab die Moves drauf. Die kriegst du niemals hin. Diese kleinen Ganoven. So. So gut wie erledigt. Kein Problem, Dude. Echt. Och, hier drüben ist ja noch so einer, der gerettet werden will. Ich glaube nämlich, wenn man alle blauen Missionen hat, dann bekommt man Skin. Wenn man alle roten Missionen hat, bekommt man Skin. Und natürlich dann auch, wenn man alle grünen hat. Weil die Skins sind auf der PC-Version sehr, sehr schwer freizuspielen. Sehr, sehr schwer. Komm schon. Hab ich's? Noch jemand da? Ach, der hier drüben. So. Der wollte sich drücken. Hat gedacht, nee, so blöd bin ich nicht. Ich renn weg, Bruder. Scheiß doch drauf, Alter. Für eine Geldbörse mit Spider-Man sich kloppen. Tja, kriminell sein lohnt sich eben nicht. Ich erinnere mich. Ich muss ein paar Fotos machen. Fotos von was? Von dem Stand hier drüben? Okay. Oh, ich bin ein Genie. Wo haben diese Fans ihre Sachen her? Ich hab Fans. Ach, hier drüben sind Menschen auf meiner Seite. Spider-Man-Freaks. Foto. Okay, gib's mir. Werbeplakat. Kann jemand eins sehen? Ah, hier drüben. Da muss ich einen anderen Winkel anstreben. Hey, Spidey. Immer noch nicht. Die neueste Ausgabe, frisch aus der Presse. Aber jetzt. Die könnte ich verkaufen. Nice. Naja, die sind so irgendwie künstlerisch. Mann, du bist eine echte Prinzessin. Habe ich dich nicht schon besiegt? Wann hast du jemals die Nase voll, hä? Jetzt auch noch der Psycho-Skorpion. Was hast du vor? Okay. Nicht schlecht, Bruder. Nicht schlecht. Boah, da werde ich nass. Das muss dich doch mal müde machen, oder nicht? Muss es doch. Ich werde dir mal den Hintern versohlen. Jetzt komm mal her. Zack. Ninja Moves. Skorpion, Mann. Du bist doch nicht stubenrein, kann das sein? Nein, ist er nicht. Was hat er nun vor? Ach, wieder die Nummer hier. Ey, er macht das auch oben. Müde Kumpel. Ich habe gehört, boom. Richtige Medizin gegen Schwäche nach dem Säurespein ist ein guter Tritt ins Gesicht. Alter, der ist richtig fies diesmal. Ey, Wahnsinn! Was hast du gefrühstückt? Das reicht! Kretze? Wow, ich muss hier ein bisschen unten und zack! Mash! Pass doch auf! Die Putzleute werden auch immer teurer. Ja, das muss jemand wieder wegwischen. Denk doch einmal jemand ans Personal. Kein Respekt vom ehrlichen Arbeiter. Hey, ich habe Ausweichen gedrückt. Vorsicht und komm schon. Der muss doch mal genug haben. Also diese Art von Sprinkler will ich. Komm schon. Come on. Ach,
Fuck, was ein harter Job, keine ey. Keine Eile. Spider-Man, you did it, bro. Zurück zum Apartment. Tja, ich würde sagen, zurück zum Apartment. Oh, was ist jetzt los? Kommt da irgendwas Besonderes? Jetzt weiß ich, was sie vorhaben. Bin ich einfach so verreckt? Bin ich einfach so zusammengebrochen, weil zu hart vergiftet? Ja, wir hauen jetzt noch hier drüben den Leuten auf die Fresse und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Du willst dich mit mir anlegen? Super Amazing Spider-Man. Nicht anlegen. Ich will dich umlegen. Guck mal hier. Boom. Schakalaga. Also ja, beim nächsten Mal wieder einschalten. Da geht's dann weiter. Kann Spider-Man alles und jeden retten. Seid gespannt. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Super wichtig. Bewerten ist super wichtig. Ich hab mir schon gedacht, dass wir uns irgendwann begegnen, Spider-Man. Aber nicht, dass du mich rettest. Als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft haue ich die weniger freundlichen Nachbarn gerne aus den Socken. Sperm. Trotzdem, seien Sie vorsichtig. Ich sperm dich zu. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich danke dir. Tschüss.